Auch die Jugend redet mit beim Autonomiekonvent. Heute war dazu eine eigene Open Space Veranstaltung in der Europäischen Akademie in Bozen angesetzt. Stark vertreten war die Selbstbestimmungsbewegung der Südtiroler Freiheit. Die Parteijugend der SVP und der Lega Nord, aber auch parteilose Studenten waren mit dabei. Verhältnismäßig wenige waren die italienischsprachigen Teilnehmer. 3 Dutzend Themen wurden vorgeschlagen, daraus wählten die rund 130 Teilnehmer. Die Top 3 Themen: die Europaregion Tirol, Selbstbestimmung und auf Platz 1 das Recht auf Unterricht in der Muttersprache. Also Artikel 19 wird zurzeit schon teilweise aufgeweicht durch diese Klil-Experimente und das darf auf keinen Fall so weitergehen. Artikel 19 muss genau so erhalten bleiben, wie er zurzeit ist. Der muttersprachliche Unterricht ist essentiell für uns. Wichtig ist, dass die Selbstbestimmung geregelt ist, dass sie fest verankert wird im nächsten Autonomiestatut, dass wir entscheiden können, wo man will und was mir will. In 30 Jahren ist ich ins geschwind einmal schon wieder bei Österreich. Wenn man Vereinigte Staaten Europas hernimmt als Modell, wo die Nationalstaaten an Bedeutung verlieren, dafür aber Makroregionen mehr Bedeutung bekommen würden mit auch eigenen Kompetenzen und wo auch die regionalen Stärken im Vordergrund stehen, dann würde das Europa insgesamt stärken. Über 20 Themen fielen durch heute Nachmittag. Auf Platz 4 kam das friedliche Zusammenleben. Ein von meinem Wunsch, glaube ich, ist einfach, dass es nicht mehr wichtig ist, bist du Deutsch oder Italienisch. Man hat eine wichtige Sprache, eine Muttersprache, die man gut kann. Aber es geht nicht mehr, ja, ich habe einen deutschen Freundeskreis, ich habe einen italienischen Freundeskreis, was mir momentan sehr stark vorkommt. Und es ist wirklich so eine viel durchmischtere Gesellschaft ist, besonders mit der Zukunftsperspektive, dass Integration wichtiger wird. Es kommen noch andere Sprachgruppen, genau, andere Leute her und das Deutsch-Italienisch muss dann einfach funktionieren, damit es mit anderen Kulturen auch funktionieren kann. Auch die Integration war unter den Top 10. Hanna diskutiert mit, kam vor 10 Jahren aus der Ukraine nach Südtirol. Von mir aus gesehen sollten alle integriert werden, auch wenn es Ausländer sein oder zum Beispiel Flüchtlinge. Sollen alle integriert werden, weil wenn wir das halt einfach nicht tun, die werden sich so verhalten wie Enten und es wird einfach ein Krieg enden. Ganz einfach. Die offenen landesweiten Diskussionen zur Südtirol-Autonomie enden am 5. März in der Bozner Eurak.